Am Ende meines Kurses gebe ich einen kleinen Überblick über die Fortsetzung. Es ist nämlich so, ich habe mich in meinen bisherigen Ausführungen über Privatkonten auf die Ein-Personen-Gesellschaft beschränkt. Hier in meinem Beispiel die Buchhändlerin, die einen kleinen Buchladen hat. Es gibt aber auch noch die Personengesellschaften. Da gibt es zwei oder mehrere Gesellschafter. Und es gibt noch die Kapitalgesellschaften. Das sind Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit begrenzter Haftung. Bei denen sieht die Benutzung von Privatkonten und den entsprechenden Eigenkapitalkonten, die immer kurz darüber stehen, etwas anders aus. Und dazu kann man eigentlich ganz trickreiche Aufgaben machen. Die habe ich auch schon fertig. Nur sollte man da ein gewisses Vorwissen sich aneignen. Erstmal sollte man wissen, was sind denn diese ganzen Gesellschaften, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, zumindest so in etwa. Und dann sollte man Ahnung haben von Bilanzierung und der Gewinn- und Verlustrechnung. Im Idealfall hat man da Ahnung davon und man sollte insbesondere auch diese Bilanzposten kennen, wie zum Beispiel Ergebnisverwendung, Jahresüberschuss, Verlustvertrag und lauter solche Sachen. Und das werde ich mal im Kurs über die Bilanzierung machen, der mehr mit dem Jahresabschluss zu tun hat, weil Bilanzierung und Gewinn- und Verlustrechnung, das zusammen, das macht schon einen Großteil des Jahresabschlusses aus. Und das Vorwissen solltet ihr haben. Ich werde diese Buchungen dazu trotzdem hier anhängen, weil die direkt auf den Kenntnissen der Privatkonten aufsetzen. Also die setzen quasi auf zwei auf. Also so viel da dazu. Ja, guckt immer mal wieder rein. In ein paar Wochen wird das eingestellt, die Fortsetzung von diesem Kurs. In Einführungsvorlesungen und auch bei vielen Kaufmannsberufen, wo es eigentlich auch nur eine Einführung in die Buchführung gibt, braucht man dieses Wissen in der Regel nicht. Aber Finanzbuchhalter zur Prüfung, also die IHK-Prüfung, die brauchen das. So, jetzt bin ich erstmal am Ende von diesem Einführungskurs und freue mich, euch wieder zu hören im Fortführungskurs bzw. in meinem nächsten Kurs.